Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Samstag, der 17. Juni 2023, 17.52 Uhr. Heute gibt es nur eine Neuigkeit, aber die ist nicht ohne, nein. Ach was, heute gibt es tatsächlich eine Neuigkeit? Da bin ich ganz Ohr. Das steigende Interesse am Inselleben ist wunderbar. Unsere Einwohner werden immer mehr. Oh, wie schön. Joy Island blüht regelrecht auf. Ja, ja. Unser Ziel ist es wie immer, euch den Top-Service zu bieten, den ihr verdient. Daher wird das Service-Center in ein angemessenes Gebäude umziehen. Dieser Umzug wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, deshalb haben wir morgen geschlossen. Morgen geschlossen? Bitte kümmert euch noch heute bei Bedarf um verlorene Gegenstände in der Krimskramskiste. Falls nötig, nutzt das Nook-Portal, solange es verfügbar ist, hm? Gut. Hey Leute, herzlich willkommen. Neben täglichen Angeboten und Katalogbestellungen bietet Nook Shopping auch zeitlimitierte Items zu Events aus aller Welt. Also immer schön die Augen offen halten. Ja, ja. Oh, das sehe ich zum ersten Mal. Mein Nook-Phone klingelt. Harvey? Hallo? Ah, Tachchen, Harvey hier. Hoffe mal, ich störe nicht oder so. Also, ich weiß, unerwartete Bitten sind total nicht zen und so, aber genau so eine hätte ich gerade mal. Hab nämlich zwei ganz gechillte Gefährten hier, die ein paar Fotos wollen und könnte dabei Hilfe gebrauchen. Wäre eine irre Stressfaktorreduktion, wenn ich auf deine helfende Pfote oder Hand zählen könnte. Meinst du, du könntest mal ganz tiefenentspannt nach Utopia rüberfliegen? Utopia? Den Rest erkläre ich dann. Hatte ich dir schon erklärt, wie du nach Fotopia kommst? Ist ganz easy und kostet nicht mal Karma. Schwing dich einfach zum Flughafen und verklicker den da, dass du zu Harveys Insel musst. Also, bis dann. Na, was steht heute an? Ja, wie du bereits erfahren hast. Nach Fotopia reisen. Hoppla, schon wieder das Telefon. Oh, Schlepp, was ist denn los? Halloho, hier Schlepp aus Nooks Laden am Telefon. Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 2248 Sternis auf dein Konto überwiesen. Ach, vielen Dank nochmal, dass du so fleißig dieses Angebot nutzt. Bis bald, dann hoffentlich im Laden. Das geht ab, Leute. Das geht ab. Oh, ich habe Post. Check ich mal ab. Okay. Serenada? Wer ist denn das? Ich habe ganz schön viele Geschenke. Oha. Ja, dann fangen wir mal ganz entspannt an, Leute. Nook Shopping. Superstern. Nice. Okay, das kann man sich gleich einmal anschauen. Mario-Mütze. Deine Tasche ist voll. Du kannst nichts mehr tragen. Wie jetzt? Okay, dann schauen wir uns kurz an, was gerade angekommen ist. Superstern. Auspacken. Nice. Wo soll ich den Superstern am besten hinplatzieren? Ich hab's. Da. Also meine Insel ist im Moment so ziemlich aufgeräumt. Ja, nice, cool. Oh mein Gott, ich habe ein neues Zimmer. Ey, mein Haus. Es wird immer größer und größer. Nice. Ich habe ein neues Zimmer dazu bekommen. Cool. Aber ich wollte mich ja erstmal um den Stern kümmern. Also wie bereits erwähnt, erstmal gucke ich mich hier um. Nice. Gut zu wissen. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Bisschen der hier. Ich würde gerne den Superstern hier in diesem Zimmer haben. Kann man die Lampe nicht verschieben? Platzieren. Yeah! Nice! Nice! Hä? Wie habe ich das denn hingekriegt? Nice, einfach auf den A-Knopf drücken. Dann dann da da dann dann da dann 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 da da dann dann da dann 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 da da dann dann da dann 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 dann. Das ist so geil. Ja, ich lasse diesen Stern hier in diesem Zimmer. Na, ich weiß nicht, hier eine Lampe, da der Stern. Ist egal. Ich kann mich hier um das Aufräumen später kümmern. Nice, richtig cool. So, jetzt kümmere ich mich kurz um meine Tasche. Ganz schön viele Items bei mir. Nice, das ist so schön. Ich kann hier einfach rumlaufen von Zimmer zu Zimmer.
Okay, was soll ich lagern? Lager. 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 Die Fossilien könnte ich vielleicht Eugen einmal kurz geben. Oh, Flaschenpost öffnen. Yippie, du hast sie gefunden. Gestern kam mir beim Comiclesen eine tolle Idee für eine Bastelanleitung. Als du sie nicht in Händen hältst, steckst sie noch in der Flasche. Wird dir sicher mega gut gefallen. Mimi, Bastelstar. Baumstammtisch. Nice. Ich weiß jetzt, wie man einen Baumstammtisch herstellt. Cool. Das kann auch ins Lager. Essen? Nee, ich will sparen. Eisenerz. Lehm. Alles ins Lager. Ja, okay, nice. Ja, hau raus. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt hier aufräumen. War Gerd mal bei dir? Ja, du meinst die Person, die vor dem Safe von Nook steht? Dienstags, wenn ich mich zurecht erinnere. Meinst du diese Person? Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass da jemand war. Hier, in diesem Bereich. Da, wo Sonic ist. Ich glaube, Gerd war hier, oder? Dieses Faultier. Denke ja. Zumindest habe ich ihn, glaube ich, einmal im Hintergrund gesehen, als ich das Spiel angemacht hatte und man gleich zu Beginn erstmal die Rede von Nook hört. Okay. Mario-Mütze in die Tasche. Luigi-Mütze. Uiuiui. Herzlichen Glückwunsch, dein Haus ist gewachsen. Zur Feier des Tages erhältst du von uns ein Möbelstück geschenkt. Möge es dich bei der Einrichtung deines neuen Zimmers inspirieren. Akademie des schönen Hauses. Ab in die Tasche. Nice. Cool. Boah, ganz schön viele Geschenke. Sehr geehrter Herr Kanscha, vielen Dank, dass Sie das Nook-Portal und das Mein-Programm nutzen. Zusammen mit dieser Nachricht erhalten Sie den bestellten Artikel. Wir hoffen, Sie bleiben uns auch weiter treu. Nooks Mein-Programm. In die Tasche. Hä? Was war das für ein Geräusch? Warte mal, die Pilze machen solche Geräusche? Warum? War es jemand gerade an dem Pilz vorbeigegangen? Deswegen? Was? Das wusste ich gar nicht. Warum hast du gerade den One-Up-Pilz berührt? Okay, kann sein. Kann tatsächlich sein. Vielen Dank, dass Sie das Nook-Portal und das Mein-Programm nutzen. Zusammen mit dieser Nachricht erhalten Sie den bestellten Artikel. Wir hoffen, Sie bleiben uns auch weiter treu. Ja, wir schauen uns gleich die Geschenke an. Muss gerade ein wenig an Pokémon Mystery Dungeon denken. Noch ein Geschenk. Haha. Freue mich. Mrs. Flamingo. Strickmütze. Eline hat mir ein Geschenk geschickt. Volkanscher, schon wieder hast du angebaut. Glückwunsch. Zusätzlicher Platz ist eine Spielwiese für alle, die gern ein Haus einrichten. Um dich dabei zu inspirieren, schicke ich dir eine Kleinigkeit. Liebe Grüße, Feline. In die Tasche. Serenada? Lieber Träumer, jeder von uns trägt schöne Bilder seiner Heimat im Herzen. Wäre es nicht wunderbar, diese Bilder als Träume mit anderen zu teilen? Zum Glück benötigt man dafür nicht mehr als ein bequemes Bett. Süße Träume, Serenada. Oh, habe ich ein Bett erhalten? Cool. Ups, nein, das wollte ich nicht. Honk, was geht? Jo, trainierst du fleißig? Oh. Wir plaudern. Hey, trainierst du fleißig? Dann vergiss nicht genug zu trinken. Stimmt. Trinken ist gut. Wasser ist gut, wenn man Muskeln aufbauen möchte. Okay. Mario-Mütze auspacken. Nice. Aufsetzen. Haha, geil. Luigi-Mütze. Wie hört sich das an? Okay. Nice. Das letzte ist das von der Renata. Okay. Das schaue ich mir gleich an. Lernschreibtisch. Oh.
Nook Inc. Viereckteppich. Nook Inc. Taucheranzug. Und einen Nook Inc. Schirm. Mrs. Flamingo. Strickmütze. Okay, nice. Buchstütze. Auspacken. Original ein Bett erhalten. Oh, was ist los? Mein Handy. Habe ich meinen bekommen? Nee, das dauert hier noch. Ja, weitermachen, Kanscha. Wird immer voller hier. Vermöbelt. Die Grundlage eines schönen Zuhauses sind Möbel. Umgib dich mit möglichst viel, das dir am Alltag Freude macht und erhalte obendrein einen Meilenbonus dafür. 1000 Meilen. Nice. Da auch nochmal. Katalogstöberer. Wusstest du, dass du alle Einrichtungs- und Kleidungsstücke, die du je besessen hast, ganz bequem im Katalog von Nook Shopping ansehen kannst? Je dicker der Katalog wird, desto schöner das Stöbern. Okay. 200 Meilen. Nice. Bap, bap, bap. Okay. Habe ich noch hier irgendwo weitere Meilen? Nein. Aber cool, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, ich muss mehr machen, mehr ausprobieren. Einfach machen. Okay. Ich habe einige neue Anleitungen. Cool. Habe ich eine Anfrage bekommen oder so? Okay. Hm. Noch was? Inselhandbuch. Inselhandbuch. Willkommen beim Inselhandbuch. Hier findest du täglich tolle Tipps, die dir dein Inselleben erleichtern. Das Inselhandbuch wird bereitgestellt von Nook Inc. Aha. Okay. Momentan erhältst du Tipps, wie du dein Inselleben am besten gestaltest. Willst du diese Funktion ausschalten, dann hältst du keine Tipps mehr. Tipps ein. Voll nice. Okay, cool. So, was mache ich jetzt? Ich schaue mal kurz bei Nook vorbei. Oder nee, ich schaue mir als allererstes das Haus an, das mittlerweile fertig sein sollte. War Haus Nummer 2. Oh, hier ist Unkraut. Hier ist auch die Brücke, nice. Nee, ich glaube, das Haus war es nicht. Wo war das Haus noch gleich? Oder hier oben rechts irgendwo? Ich brauche meinen Sprungstab. Und rüber. Was? Falsche Richtung. Okay, hier vielleicht? Nee, hier ist das Museum. Aber wo ich schon mal hier bin. Da wollte ich ja sowieso vorbeischauen wegen den ganzen Fossilien. Jo, Eugen, was geht? Ich grüße Sie, Kanscha. Ich will etwas stiften. Sie scheinen ja überhaupt nichts bei sich zu tragen, das wir derzeit entgegennehmen können. Geprüfte, ach ja, okay. Fossilien bedürfen zunächst jedoch einer Prüfung durch meine Wenigkeit. Ich hätte da was. Oder nee, einfach nur Fossilien analysieren. Ja, genau. Okay, das sind 4 Fossilien. Huch! Nicht nur ein von, sondern gleich mehrere. Nicht eines dieser Stücke haben wir bereits in unserer Sammlung. Oh, okay. Sie sind ja nicht nur eine Spürnase, sie sind ein richtiger Entdecker. Ich hoffe doch sehr, dass Sie das Museum damit bereichern werden. Die kulturelle Entwicklung von Joy Island voranzutreiben, ist ein löbliches Bestreben. Ich gebe Ihnen die kostbaren Stücke wieder, aber denken Sie immer an die goldene Museumsregel. Jede Spende, jedes Stück macht den guten Eugen glücklich. Hm. Kann ich Ihnen noch mit irgendetwas anderem behilflich sein? Passt schon, ne?
Warte mal, ich habe die Fossilien wieder zurückbekommen. Mammut-Torso. Brachiosaurus-Schädel. Iguanodon-Schwanz. Mammutschädel. Ja, die will ich alle abgeben. Ich hätte da was. Bin schon ganz gespannt, was sie mir diesmal Schönes bringen. Hier. Das ist ja ein Mammutschädel, ohne jeden Zweifel. Ach, das Mammut, der Rebell unter den urzeitlichen Säugetieren. So wuschelig, so zersaust. Bekannt sind sie natürlich für ihre Größe, bis zu 13 Tonnen bei den größten Männchen. Doch Regeln sind ihnen egal und daher gab es auch Spezies, die kleiner als heutige Elefanten waren. Pardon, ich bin untröstlich. Beim Thema Fossilien schnattere ich los wie frisch nach dem Schlupf. Ach übrigens, ein Mammutschädel würde uns noch fehlen. Möchten Sie uns nicht kulturell unterstützen und uns mit einer Spende aushelfen? Na hier,